Es gibt Partys, da wäre man einfach gern dabei gewesen. Und Bunte war dabei, als Gerhard Schröder, unser ehemaliger Bundeskanzler, seinen 80. Geburtstag vergangenes Wochenende in Berlin gefeiert hat. Mit 160 Gästen, Familie, Freunde, Weggefährten, politische Gegner, berührenden, humorvollen Reden. Und das Ganze war eine große Liebeserklärung seiner Frau. Vergangene Woche erreichte uns eine traurige Nachricht. Michael Verhoeven, der Ehemann von Schauspielerin Senta Berger, ist verstorben. Sein Sohn Simon Verhoeven hat einen herzzerreißenden Abschiedsbrief an seinen Papa geschrieben. Und natürlich war Bunte auch dabei, als Fürst Albert, Charlene und die beiden Kinder in Hamburg die Miniatur-Wunderwelt besucht haben. Schauen Sie sich die Fotos an in der neuen Bunte. Viel Vergnügen mit unserem neuen Heft.